Das heißt, wir haben Online-Vorträge aus der politischen Bildung oder zur Philosophie, zur Kunst. Diese Online-Vorträge werden über das System durchgeführt, über das wir hier auch gerade kommunizieren. Das ist die VHS-Cloud. Und dass jetzt auch so viele Fachbereiche sich, also Programmbereiche sich daran beteiligt haben, das ist wirklich das ganz Neue. Und je nachdem, wie viele Teilnehmer am jeweiligen Kurs teilnehmen, ist auch eine Interaktion im virtuellen Klassenzimmer möglich. Man hat entweder die Möglichkeit aufzuzeigen mit so einem kleinen Handsymbol oder wir haben auch noch eine Chat-Funktion, in der man Fragen eingeben kann. Und neben der VHS-Cloud gibt es auch noch die VHS-Lernplattform, ein eigenes System, das besonders für Teilnehmer wichtig ist, die an Sprachkursen und Schulabschlusslehrgängen teilnehmen. Wenn wir vor Ort keinen Unterricht mehr durchführen können und das ja jetzt schon über einen langen Zeitraum, dann gibt das auch enorme Probleme für die Lernenden und genauso wie in den Schulen, wo der Unterricht dann virtuell oder auf Distanzunterricht oder Homeschooling, je nachdem, wie man das nennen möchte, aufrechterhalten wird, bieten wir das eben über die VHS-Lernplattform, teilweise in Kombination mit der VHS-Cloud auch, um hier den Unterricht fortzuführen. Das hätte ansonsten fatale Folgen. Jemand, der gerade angefangen hat, Deutsch zu lernen und dann kann er 2 Monate pausieren, der kommt gar nicht wieder rein, müsste wieder von neuem anfangen. Die jeweiligen Preise für die Angebote und die Termine für zukünftige Präsenzveranstaltungen stehen im Internet oder im neuen Programmbuch, das die Volkshochschule kostenlos und per Post auf Wunsch nach Hause verschickt.